starten und ganz offiziell beginnen. Okay. Vielen Dank, Gottfried, für die Einführung. Ich hoffe, dass Sie mich auch klar und deutlich hören. Also, wie Sie gehört haben, die Aufnahme, die Aufzeichnung hat gestartet. Wahrscheinlich haben Sie alle eine Meldung darüber bekommen. Herzlich willkommen nochmal zum Webinar Barrierefreie PowerPoint-Folien. Dieses Webinar ist der dritte Teil von einer Webinar-Reihe zu Office-Dokumenten, Barrierefreiheit von Office-Dokumenten. In dieser Ausgabe heute konzentrieren wir uns auf PowerPoint-Folien. So, Microsoft PowerPoint-Folien, weil die am meisten verbreiteten Versionen von Folien sind. Also es gibt andere, also heute sprechen wir nur über Microsoft PowerPoint. Also Basis für das Wissen, was wir Ihnen heute vermitteln, sind Checklisten, die wir im Shuffle-Projekt kreiert haben. Diese Checklisten sind für Word, für Excel und eben für PowerPoint verfügbar. Und wir werden mit Ihnen heute die PowerPoint-Teil durchgehen. Also an dieser Stelle möchte ich auch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre dafür danken, dass sie das Projekt Shuffle finanziell unterstützt haben. So, wie gesagt, das Webinar wird aufgenommen. Bitte schalten Sie Ihre Kameras und Mikrofone die ganze Zeit aus. Und wie vorhin Professor Zimmermann erklärt hat, Sie können Ihre Teilnahme, also wir möchten Sie bitten, Ihre Teilnahme zu bestätigen über den Link und dann ein Zertifikat bei Accessible EU anzufordern. Also wenn Sie für einen anderen Teil einmal beantragt haben, dann kriegen Sie das Zertifikat für die ganze Reihe. Sie brauchen nicht jedes Mal neu zu beantragen. An dieser Stelle möchte ich auch Accessible EU oder die Europäische Kommission für die Unterstützung von diesem Projekt, von dem, was wir Ihnen heute mit Ihnen durchgeben und zeigen, speziell die Gebärdendolmetscher und die Textübersetzung wird finanziell von der Europäischen Kommission finanziert. Okay, dann zur nächsten Folie, Gottfried. So, das Europäische Ressourcezentrum für Barrierefreiheit Accessible EU möchte gemeinsam mit vielen Partnern eine bessere Zugänglichkeit in der Europäischen Union für Menschen mit Behinderungen erreichen. So, nächste Folie, bitte. So, insgesamt Accessible EU ist eine der Leitinitiativen, also es gibt viele von der Europäischen Kommission, in der Strategie für Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021 bis 2030 wurde vorgeschlagen und wird implementiert. So, Accessible EU ist noch nicht. So, Accessible EU ist ein Ressourcenzentrum für Barrierefreiheit in vielen Bereichen, nicht nur in der Information, Kommunikationstechnologie. Es umfasst auch Bau, Verkehr, Strategien und sogenannte Policies. Und wie gesagt, das Ziel ist die gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an allen Lebensbereichen. Nächste Folie. Ja. Also dieses Projekt oder dieses Vorhaben wird von vielen Organisationen in Europa zusammengetragen. Und angeleitet wird es von der Fundation ONCE. Also diese Organisation ist wahrscheinlich vielen von euch bekannt als eine der großen Organisationen in Europa, die für die Rechte von Menschen mit Behinderungen sehr langer Zeit arbeitet.
und sehr, sehr viele Projekte durchgeführt hat. Natürlich mit vielen anderen Partnern, Organisationen, aber auch Firmen, um dieses Vorhaben zu implementieren. Die nächste Folie, bitte. So, also das Ganze wird unterstützt in den einzelnen EU-Ländern von sogenannten nationalen Experten. In kleinen Ländern gibt es nur einen ernannten, in mittleren zwei und in großen, wie in Deutschland, drei Experten. Das ist der Professor Zimmermann, Gregor Strutz und meine Person, Yahya Mohammed. Also wir unterstützen dabei, so wie heute, Wissen zu vermitteln oder Sensibilisierung für das Thema durchzuführen, Networking, also Bekanntmachung von diesem Zentrum und einiges mehr. Also Best Practices zu finden, Synergien in Europa zu implementieren und so weiter. So, was tut Accessible EU? Also an sich habe ich einige Punkte schon angerissen. Also es unterstützt bei der Umsetzung von Gesetzen, Rechtsvorschriften in der EU, baut Kapazitäten wie Bibliotheken und macht auch Ausbildung, so wie heute, macht Networking und implementiert jedes Jahr eine Studie zu einem ausgewählten Thema der Barrierefreiheit in Europa. Okay. Sie können sich auch daran beteiligen. Also hier wird gezeigt, also wir sind auf vielen Social Media vertreten, aber wir haben auch sogenannte eine Praxisgemeinschaft. Da ist die QR-Code, aber in dem Link hier, Website accessibleeucenter.eu oder über diese E-Mail können Sie mit diesem Zentrum in Kontakt treten und wie gesagt, können Teil von diesem Zentrum werden. So, wie gesagt, die Teilnahmebestätigung hat Professor Zimmermann bereits den Link in den Chat gestellt, aber Sie können auch hier über diesen QR-Code oder diesen Bitly-Link Ihre Teilnahme bestätigen, worum wir Sie auch bitten. Nächstes Folie bitte. So, die weiteren Punkte der Agenda, also wird gleich Professor Zimmermann über erweiterte Checklisten nach EN 301/549, das ist die europäische Richtlinie für oder Standard für Barrierefreiheit in vielen Bereichen, unter anderem in Information- und Kommunikationstechnologie. Also erweiterte Checkliste für PowerPoint, Ansichten in PowerPoint, PowerPoint mit Screenreadern, was PowerPoint automatisch macht, was die Checkliste nicht abdeckt und automatische Barrierefreiheitsprüfung in PowerPoint, eine Demo. Und zum Schluss werden wir Fragen und Antworten. Ich werde Ihre Fragen, die Sie in dem Chat stellen, die nicht gleich beantwortet werden, für den Schluss aufsammeln, da können wir sie beantworten. Ich denke, ich kann jetzt an dich, Gottfried, übergeben. Ja, danke, Jesja. Ja, sehr gerne. Wir beide sind eben die nationalen Experten, zusammen mit Gregor Strutz. Dr. Yahya Mohammed ist von Fraunhofer FIT. Danke, dass du heute moderierst. Ich selber heiße Gottfried Zimmermann und leite das Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ich möchte starten, indem ich Ihnen diese erweiterte Checkliste für PowerPoint zeige. Ich mache das einmal groß. Ich hoffe, Sie können es sehen. Also hat ja Dr. Mohammed schon gesagt, die EN 301/549 ist der Standard, der gesetzlich vorgeschrieben ist für uns in Europa, eben auch in Deutschland. Und wir müssen uns an die Kriterien halten, die dort in Kapitel 10 für herunterladbare Dokumente angegeben sind. Und auch ein PowerPoint-Dokument gilt als herunterladbares Dokument. Es gibt hier eine Einleitung. Dann Hinweise,
nämlich zu den verschiedenen Ansichten, die PowerPoint bietet. Darauf komme ich gleich zurück. Und es gibt Einschränkungen. Das möchte ich gleich vorweg sagen. Diese erweiterte Checkliste ist unvollständig, falls Sie einen der folgenden Fälle haben, nämlich falls Sie Skripte einsetzen wollen, also richtig programmieren in PowerPoint mit Visual Basic Script oder anderen Skriptsprachen, oder wenn Sie explizite Formularfelder einfügen. Wahrscheinlich ist Ihnen das gar nicht bekannt, dass das geht, dann ist es kein Problem, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, in solchen Fällen müssten Sie noch weitere Kriterien beachten, die hier nicht Teil dieser Checkliste sind. Ich danke allen, die dran mitgearbeitet haben in der Checkliste. Einige der Beteiligten sind auch heute unter uns. Und jetzt die Checkliste selber besteht aus mehreren Teilen. Ich werde nur einen Teil davon zeigen können aus Zeitgründen. Es gibt aber auch ein Video, in dem ich die einzelnen Kriterien einzeln erkläre. Und wir bieten auch vom Kompetenzzentrum aus Schulungen an. Können Sie uns gerne auch anschreiben oder auf unserer Website nachschauen, wenn Sie da Interesse haben. Es gibt diese große Tabelle mit den Vorschriften, den vorgeschriebenen, also zwingenden Kriterien, die unbedingt eingehalten werden müssen. Und dann gibt es weiter unten noch eine Liste mit Empfehlungen, die gut sind, aber die nicht vorgeschrieben sind vom Gesetz her und manchmal vielleicht auch nicht mehr ganz eingehalten werden können. Je nachdem, in welcher Stelle Sie was anwenden, da werde ich auch nochmal was dazu sagen. Dann gibt es noch weiter unten auch eine Tabelle, wo erklärt wird, dass PowerPoint schon manches für uns übernimmt, nämlich zum Beispiel, dass alles tastaturbedienbar ist, das ist automatisch so in PowerPoint, oder dass man die Menüs entsprechend bedienen kann, auch mit Touch, also mit Fingern, und dass dann nichts überdeckt wird in dem anderen Bereich des Bildschirms. Das ist alles schon so, dass PowerPoint das für Sie erledigt. Darum brauchen Sie sich nicht kümmern. Jetzt möchte ich an einem konkreten Beispiel zeigen, welche Richtlinien ja eigentlich so die gängigsten und wichtigsten sind. Ich habe hier einen PowerPoint Dokumentensatz oder Foliensatz. Und so typischerweise hat man ja so eine Folie, die aus dem Titel besteht, dann Text, meistens mit Aufzählungspunkten und dann so eine Fußzeile. Und das ist auch das Standard-Template, das PowerPoint vorschlägt, wenn Sie nichts anderes einstellen. Hier kann man schon einiges falsch und richtig machen. Also zunächst einmal, auch wie bei Word, möchte ich darauf hinweisen, dass man der Datei oder den Folien einen Namen geben sollte als Metadatum. Und man geht dazu auf Datei, Informationen und dann unter Eigenschaften auf Titel. Und der Titel heißt jetzt Digitale Barrierefreiheit. Das sollte ungefähr dem Titel entsprechen, der auf Ihrer ersten Folie abgebildet ist, hier nämlich. Also das stimmt schon mal, das ist schon mal gut. Dann gehe ich wieder zurück auf diese Folie. Ich muss auch dafür sorgen, dass die Texte in der richtigen Sprache ausgezeichnet sind. In PowerPoint kann man genauso wie in Word einzelne Wörter entsprechend auszeichnen. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier noch was hinfügen würde, zum Beispiel Americans with Disabilities Act. So, das ist jetzt nicht Deutsch, sondern das ist Englisch. Ich zeige jetzt mal, wie das vorgelesen würde in dem Screenreader, wenn ich das als Deutsch markiert lasse. Foliebereich, Folie 5, 1 von 4 Ebene 1, 1 von 2 Ebene 2, Formularfeld, Element, Absätze. So, ich habe jetzt auf Absatzebene eingestellt, dass wir da vorangehen. Und jetzt schauen wir mal. 1 von 2, 2 von 2, 1 von 2,
3 von 4 Aufzählungszeichen. Gesetze Deutschland. Also das ist deutscher Text, der auch deutsch vorgelesen wird. Und jetzt springe ich mal weiter vor bis zu diesem 4 Text. Von 4 Aufzählungszeichen. Amerikans Wiss mit Rechtschreibfehlern Disabilities geeckt. Also das war nicht schön. Auch noch, also Sie sehen auch, es wird angesagt, wenn es Rechtschreibfehler gibt. Jetzt mache ich das einfach mal auf Amerikanisch. Ich markiere das. Sprache, Fenster, ausgewählt, Englisch, Englisch. Vereinigte Staaten. Okay, Foliebereich, Folie 15, Gesetze, Folie, Inhaltsplatzhalter, Textfeld. Liste so, öffnen, 4 von 4 Ebene. Ich lasse Pfeil es jetzt mal vorlesen. Pfeil rechts, Dekor, Inhaltsplatzhalter, Textfeld. Aufzählungszeichen. Americans with Disabilities Act. Okay, das klingt schon viel besser. Das heißt, Sie haben auch gehört, es fand ein Sprecherwechsel statt. Und jetzt wurde es auch richtig ausgesprochen. Es gibt auch keine Rechtschreibfehler mehr. Immer wenn diese gekringelten Linien irgendwo angezeigt werden im Bearbeitungsmodus, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es vielleicht die Spracheinstellung falsch eingestellt ist. Ja, es kam die Frage, was für ein Screenreader das war. Das war der Narrator, also zu Deutsch Sprachausgabe, der in Windows eingebaut ist. Der ist sehr ähnlich mit dem NVDA. Kann man beide ganz gut verwenden. Auf dem Mac gibt es den Voice-Over-Screenreader, der ist auch eingebaut, ist auch gut zu verwenden. Ich empfehle allen, die an solchen Dokumenten arbeiten, auch mal sich das mit dem Screenreader vorlesen zu lassen. Das bringt mich zu einem Punkt. Sprachausgabe wird beendet. Ich möchte zuerst mal auch noch mal die zwei unterschiedlichen Ansichten von PowerPoint Ihnen nahebringen. Diese Ansicht hier ist die Bearbeitungsansicht. Das heißt, ich sehe hier, was ich editiere. Ich kann hier auch Änderungen durchführen, wie ich das gerade gemacht habe. Und in dieser Ansicht ist alles über Tastatur erreichbar. Ich kann, wenn ich jetzt mal Escape drücke, dann bin ich auf Ebene der Elemente, dann kann ich mit der Tabulator-Taste einfach alles durchgehen. Zuerst die Titelzeile und dann den Textblock und dann die Elemente der Fußzeile, Datum, Thema des Vortrags und Seitenzahl. Wenn ich jetzt ein Dokument weitergebe, dann kann das zwei Zwecke haben. Zum einen, dass ich erlaube, dass jemand das bearbeitet, dann muss es eben barrierefrei sein in der Bearbeitungsansicht, so wie hier. Oder ich sage, das ist jetzt zur Präsentation gedacht, dann gehe ich mal in den Präsentationsmodus, zeige jetzt diese Folie im Präsentationsmodus an, da kann ich nichts mehr editieren, kann ich auch nichts markieren, aber der Screenreader kann trotzdem alles vorlesen. Ich zeige das mal. PowerPoint-Bildschirmpräsentation, digitale Barrierefreiheit, PPTX-Fenster, Bildschirmpräsentation-Bereich, Folie 15, Gesetze, Folie. So, vorherige Folie, Schaltfläche, zu Folie 15, Gesetze, Folie, Inhaltsplatzhalter, Textfeld. Ja, jetzt bin ich auf der Ebene der Elemente, deswegen werden die nicht vorgelesen. Ich gehe jetzt eine Ebene runter. Absätze. Lass mir die Absätze vorlesen und jetzt kann ich wirklich auch die Inhalte mir vorlesen lassen. Aufzählungszeichen. Americans with Disabilities Act. Ja, 7 von 7 Aufzählungszeichen. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 von 4 Aufzählungszeichen. Sie hören, das Screenreader liest immer vor bei Listen. Um welches Element es sich handelt. Element 2 von 4 und dann wird auch der Text dazu vorgelesen. Und wenn ich jetzt weiter rückwärts gehe, dann komme ich bis rauf zum Titelfolie. Titeltextfeld, Textfeld, Gesetze. Ja. Das heißt, der Screenreader liest auch vor, um was für eine Art von Element es sich handelt. Titel oder einfach Textfeld oder, und das ist jetzt die spannende Frage, liest der Screenreader auch die Fußzeile vor. Was meinen Sie? Können mal im Chat Ihre Antwort geben. Liest ein Screenreader die Dinge vor, die jetzt hier unten stehen als Fußzeile, die so ein bisschen gräulich stehen. Es kommt ein Ja. Ja, ich mache es kurz.
Ich gehe mal jetzt ganz schnell da drüber über Inhalt den mittleren 1, 2, Teil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von 4 von 4 So, Aufzählungszeichen. und jetzt bin ich Americans with Disabilities Act. Am Ende des Textblocks. Und jetzt gehe Vorherige ich weiter. Folie, Schaltfläche, zur vorherigen Folie zurückkehren. Jetzt bin ich schon drüber über der Fußzeile. Jetzt komme ich zu diesen Schaltflächen, die zwar nicht sichtbar sind, die sichtbar werden, wenn ich mit der Maus mich bewege. Aber der Screenreader, für den sind sie immer sichtbar. Und das heißt, Nächste er hat Folie, jetzt, Schaltfläche, zur nächsten Folie gehen. Der Screenreader hat hier die Fußzeile übersprungen. Und das macht er deswegen, weil das einfach den Lesefluss stören würde, wenn ich jetzt mir die Folien nacheinander vorlesen lasse. In der Fußzeile steht sowieso eigentlich immer das Gleiche, das wäre unnötig. Das ist aber nur so in der Präsentationsansicht. Foliebereich, Folie 15. In der Bearbeitungsansicht muss ich ja auch diese Elemente erreichen können. Und deswegen gibt es dann hier die Möglichkeit, es sich auch vorlesen zu lassen, dem Screenreader. Dekorativ, Textfeld. 16.11.2023. Also es war natürlich ein bisschen gemein, die Frage vorher. Ich habe nämlich diese Fußzeile als dekorativ markiert, was man auch tun sollte. Das ist zur Vorschrift, damit eben bei der Präsentationsansicht der Lesefluss nicht gestört wird. Hier in der Bearbeitungsansicht, hier kann ich mir das aber vorlesen lassen, weil es kann ja sein, dass ich da was verändern möchte, als jemand, der jetzt hier diese Folien bearbeitet. Dekorativ, Textfeld. Dekorativ, Textfeld. Und jetzt 15. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, Sprachausgabe wird beendet. Sich die ganze Reihenfolge dieser Elemente schön anzeigen zu lassen. Und das ist unter Überprüfen, Barrierefreiheit überprüfen, Lesereihenfolgebereich. Und hier kann ich jetzt sehen, in welcher Reihenfolge die Elemente durchgegangen werden. Das ist auch die Reihenfolge, wenn ich die Tab-Taste drücke. Also zuerst den Titel. Und hier. Und dann Tab. Dann diesen Inhaltsplatzhalter 4 mit Empfehlungen und so weiter. Und dann gibt es noch weitere Elemente. Die haben hier keine Checkmarke. Und zwar deswegen, weil sie dekorativ sind. Das heißt, ich kann alles auf einmal sehen hier. Ich kann auch darüber navigieren und habe die Möglichkeit, die einzelnen Punkte dekorativ oder nicht dekorativ zu machen über diese Checkmarke. Das ist sehr einfach und sehr übersichtlich. Und ich kann Ihnen noch etwas zeigen, wenn ich jetzt in dieser Folie auch grafische Darstellungen habe. Nehmen wir mal zum Beispiel diese hier, studienrelevante Beeinträchtigungen. Das ist ein Vortrag, den ich schon öfter gehalten habe. Und wenn ich jetzt hier ein Diagramm dabei habe, dann braucht es natürlich einen Alternativtext. Diesen Alternativtext sehe ich hier in dieser Lesereihenfolgeliste. Das heißt, ich habe im Prinzip drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich sehe die Reihenfolge der Elemente, sehe, ob sie dekorativ sind oder nicht. Und ich kann bei grafischen Elementen noch den Alternativtext sehen und bearbeiten. Also das ist ein Must-Have für die Bearbeitung barrierefreier Folien. Wenn Sie jetzt ein älteres PowerPoint haben, so 2016 oder sowas, dann kann es sein, dass Sie diese Ansicht nicht haben. Dann müssen Sie sich behelfen. Man kann eine ähnliche Ansicht bekommen über Start, Anordnen, Auswahlbereich. Allerdings ist dann die Reihenfolge umgedreht und das ist jetzt schwierig zu verstehen. Dann müssen Sie von unten anfangen mit dem Titel und sich nach oben arbeiten. Und hier ist die Reihenfolge deswegen umgedreht, weil es hier darum geht, wie sich die Objekte überlagern. Also die unterste Schicht ist der Titel und so weiter. Leider hat PowerPoint nur eine einzige Reihenfolge definiert und die Lesereihenfolge ist die umgekehrte Reihenfolge der Anordnung. Ist leider so, aber man kann damit leben.
Ich möchte Ihnen jetzt noch was zeigen, und zwar, wie man Links darstellen sollte. Also, ich nehme mal an, ich möchte diese UN-Konvention, die wird abgekürzt mit UNCRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, wenn ich da jetzt einen Link hinterlassen möchte. Dann könnte ich das natürlich so machen, dass ich jetzt einrücke und den Link hier reinposte. Und der Screenreader liest dann das ganze Ding vor. Und auch für die Leute, die jetzt da drauf schauen auf die Folie, ist es vielleicht nicht so schön. Besser ist es, Sie hinterlegen den Link in der Folie. Also hinter dem Text UNCRPD markieren. Dann Steuerung K, dann kann ich einen Link einfügen. So, und jetzt ist das ein Linktext, der sollte immer aussagekräftig sein. Jetzt ist es natürlich so, es gibt bestimmte Fälle, in denen Sie auch diesen Link ausgeschrieben haben möchten. Zum Beispiel, wenn Sie möchten, dass man auch den Link in ausgedruckter Form noch sieht. Oder wenn Sie möchten, dass man bei einer Präsentation den Link abtippen kann. Dann muss er aber kurz sein. Ich empfehle deshalb, und das ist jetzt eine Empfehlung, ist keine Vorschrift, dass Sie in so einem Fall so eine Art Fußnote machen. Könnt ihr hier zum Beispiel eine 1 hinzufügen, als Superscript hochstellen. Und dann könnte man ja hier noch jetzt irgendwo sagen, okay, 1, Fußnote 1. Und dann könnte ich den Link hier hinterlegen. Fußnote ist jetzt Englisch geworden. Das muss ich jetzt natürlich auch wieder Deutsch machen. Und das könnte man dann auch kleiner machen. Generell gilt eine Empfehlung, aber nur, dass man die Textgröße mindestens 18 Punkte haben sollte oder mehr. Aber das ist ganz davon abhängig, wie weit die Betrachter entfernt sind bei der Präsentation und spielt zum Beispiel auch keine große Rolle, wenn man die Präsentation einfach auf dem eigenen Bildschirm anschaut. Den kann man ja auch vergrößern hier zum Beispiel. Das heißt, es gibt auch weitere Empfehlungen, zum Beispiel, dass der Abstand zwischen den Zeilen 120% betragen sollte. Das kann man hier einstellen bei Absatz. Und dann Zeilenabstand mehrfach, da ist jetzt 1,1. Ich kann das jetzt auch 1,2 machen. PowerPoint verändert es manchmal auch selbstständig, damit etwas auf eine Folie passt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Generell ist es empfehlenswert, solche Dinge, zum Beispiel auch die Schriften, sollten möglichst keine Serifen haben. Es ist empfehlenswert, solche Dinge in den Masterfolien einzustellen. Dazu geht man auf Ansicht, Folien Master. Und dann hat man zunächst mal einen Master, in dem man so Dinge macht wie die Schrift definieren, die Abstände definieren und das generelle Layout zu definieren. Dort kann man dann auch zum Beispiel ein Logo mit einschließen. Sie müssen aber wissen, dass alles, was in einem Folien Master festgehalten wird, später als dekorativ gilt. Das heißt, wenn man hier ein Logo einbaut, wird es vom Screenreader später nicht vorgelesen und ist auch nur in dieser Master-Ansicht bearbeitbar und auslesbar von dem Screenreader. Hier haben wir eine Einschränkung. Also das ist im Prinzip eine Verzierung, die Sie da anbringen können, aber es darf kein richtiger Inhalt hier angebracht werden. Ich gehe wieder aus dem Master raus und gehe wieder zurück zu den Folien. Also, als nächstes möchte ich Ihnen die Barrierefreiheitsprüfung zeigen, die es schon gibt in PowerPoint. Es gibt unter Überprüfen den Eintrag Barrierefreiheit überprüfen und dann nochmal Barrierefreiheit überprüfen. Und jetzt sehen wir, dass ein Fehler noch da ist. Also generell muss man sagen, PowerPoint findet
einen Teil der möglichen Fehler, der Barrieren, aber nicht alle. Ich empfehle es aber, es anzuwenden, weil man gerne Dinge vergisst und es ist dann trotzdem eine Möglichkeit da, dass PowerPoint es findet und dann kann man dem nachgehen. Also immer, wenn Sie einen Foliensatz weitergeben, vorher die automatische Prüfung laufen lassen, wäre empfehlenswert. Ich habe hier vorher noch eine Folie eingefügt und da fehlt jetzt der Alternativtext zu diesem Cameo-Objekt. Cameo ist ein neues Feature in PowerPoint, wo man das eigene Video, die eigene Kamera einbauen kann in eine Präsentation. Und da würde ich jetzt einfach dazu schreiben, Video des Referenten. Zum Beispiel, wir machen das mal so. Und jetzt müsste eigentlich die Barrierefreiheitsprüfung zufrieden sein. Typische Fehler, die durch diese automatische Prüfung gefunden werden, sind, dass wir Alternativtexte vergessen haben oder dass die Lesereihenfolge nicht stimmt. Und das ist schon mal ganz gut, dass PowerPoint hier uns daran erinnert. Jetzt kommen wir zum Thema Grafiken. Da hatten wir ja letzte Woche bei Word auch schon ein bisschen was. Nur jetzt kommen wir zu komplizierteren Dingen. Also das ist ja bekannt, wenn wir Folien machen, dann möchten wir es möglichst grafisch machen. Dann möchten wir es schön darstellen. Zu Tabellen komme ich dann noch. Aber jetzt geht es einfach um Schaubilder, Diagramme, die wir erstellen. Und das Diagramm hier stellt die Anforderungen der Barrierefreiheit für öffentliche Stellen in Deutschland dar an einem Zeitstrahl. Und das ist aus vielen Einzelelementen zusammengebaut, viele Rechtecke mit Text drin, unterschiedliche Farben und dann eben eigentlich zweidimensional auch angeordnet mit verschiedenen Fristen. Die erste 24.09.2018 und die letzte 23.06.2021. Jetzt ist die Frage, wie kann ich so etwas barrierefrei darstellen? Also bitte nicht auf Grafiken verzichten oder Diagramme, die haben wirklich eine wichtige Funktion. Aber wir müssen sie textlich beschreiben, damit sie barrierefrei sind. Jetzt kann man entweder hier einen Alternativtext für die gesamte Gruppe dieser Grafik hinterlegen. Also ich muss praktisch alle markieren und sagen, so, ich mache da jetzt eine Gruppe draus. Das habe ich schon gemacht, aber im Prinzip geht es so, dass man, ich zeige es Ihnen mal in einem anderen Beispiel, mit Shift und dann zweimal klickt und dann mit einem Rechtsklick, jetzt habe ich es verloren, nochmal mit einem Rechtsklick drauf unter Gruppieren. Ja, es steht hier Gruppierung aufheben, aber es würde dann stehen Gruppieren. Dann kann ich eben mehrere Elemente als Gruppe markieren und für eine Gruppe kann ich einen Alternativtext hinterlegen. Das sehe ich, wenn ich auf Barrierefreiheit Alternativtext gehe. Und jetzt habe ich hier die optimale Lösung mal so hingemacht. Also Sie könnten natürlich jetzt einen ganz langen Alternativtext hier eintragen. In das Feld passt viel rein, aber es steht extra 1 bis 2 ausführliche Sätze empfohlen. Das heißt, es sollte nicht zu lange sein hier. Wir können auch keine Überschriften oder Aufzählungslisten in dieses Feld eintragen. Das ist nicht möglich. Es ist einfach ein blanker Text, der hier steht. Und da steht es, das Diagramm zeigt eine Zeitstrahlübersicht über die Anforderungen der Barrierefreiheit für öffentliche Stellen in Deutschland. Details siehe nächste Folie, in Klammer, ausgeblendet. Das ist also das, was der Screenreader vorliest, wenn ich auf diese Gruppe von Grafiken gehe. Das heißt, ich schreibe sie als Ganzes, nicht als einzelne Elemente, weil wenn der Screenreader die einzelnen Elemente vorliest, ohne zu sagen, wie sie angeordnet sind, dann macht das keinen Sinn. Und dann habe ich zusätzlich eben auf der nächsten Folie diese Information textlich dargestellt. Das sehen wir jetzt. Ich bin jetzt auf der nächsten Folie. Die kann ich, wenn ich möchte, ausblenden, damit sie nicht gezeigt wird während meiner Vorführung. Aber wenn ich sie verschicke, dann wäre es besser, ich blende es nicht aus.
weil dann kann man nämlich einfach hier zur nächsten Folie gehen, wenn man die textliche Beschreibung haben möchte. Und da steht eigentlich alles drin, was auf diesem Zeitstrahl zu sehen ist, nämlich der erste Strahl oder die erste Kategorie Internet, öffentliche Webseiten, dann stehen die Fristen drin und was dafür gelten muss und so weiter. Das heißt, ich kann diesen Zeitstrahl, diese zweidimensionale Darstellung herunterbrechen und als eine verschachtelte Liste mit Text darstellen. Und das kann dann auch von einem Screenreader vorgelesen werden. Ist vielleicht überhaupt ganz praktisch für Leute, die sich schwer tun mit solchen grafischen Darstellungen. Aber die grafischen Darstellungen haben natürlich trotzdem einen hohen Wert und wir sollten sie unbedingt auch drin lassen für die Personen, die eben damit Informationen besser erfassen können. Ein Sonderfall sind Smart Arts. Ah, ich sehe gerade noch eine Frage. Empfiehlt es sich bei langen Beschreibungen, diese in die Notizen zu schreiben und im Alternativtext auf diesen zu verweisen? Das ist eine Möglichkeit, geht aber nur, wenn Sie wirklich die PowerPoint-Datei als solche verschicken, sodass man im Bearbeiten-Modus die Notizen sehen kann. Also ich kann das mal zeigen. Also wenn ich jetzt das alles hier in den Notizen drin hätte, schau mal hin, hier ist die lange Beschreibung. Einfach als Platzhalter. Jetzt starte ich mal meinen Screenreader. Folie bereit. Titeltextfeld. Textfeld. Das Diagramm zeigt eine Zeitstrahlübersicht über die Anforderungen. Ja. Jetzt wird der Alternativtext vorgelesen, dieser Gruppe. Und wenn ich jetzt weitergehe mit meinem Bildschirm, mit meinem Screenreader. Gerader Verbinder. Textfeld 4. Jetzt muss Textfeld. Ich natürlich drüber springen. Und zwar, wie komme ich jetzt auf die Notizen? Ich muss mit F6 das Panel, also den Teil des Meeting Bildschirms Chat Fenster, wechseln. Alternativtext, digitale Barrierefreiheit, Statusleiste F6, Register, ja. F, Foliennotizenbereich, jetzt bin Foliennotizen, Textfeld. Jetzt bin ich im Notizenbereich gelandet. Das heißt, es ist schon ein Aufwand, kann man machen, aber es ist natürlich schöner, wenn Sie diese lange Beschriftung auf einer separaten Folie machen. Dann muss man nicht danach suchen. Und wenn Sie das hier in die Notizen eintragen, dann sollten Sie zumindest im Alternativtext für diese Sprachausgabe Gruppe, wird beendet. Für die Grafik sollten Sie mindestens darauf hinweisen, weil sonst ist es schwierig zu erraten, dass jetzt dieser Alternativtext irgendwo anders vorhanden ist. Aber gute Frage, ja. Eine Besonderheit sind Smart Art Grafiken und da hat PowerPoint tatsächlich und auch Word einen großen Schritt vorangemacht in den letzten Versionen. Inzwischen ist also PowerPoint dazu in der Lage, dem Screenreader die Informationen zu geben, auf welchen Daten eine Smart Art beruht. Das heißt, Smart Arts beruhen ja immer auf Listen, die man als Textform liefert. Das sehe ich hier am linken Rand. Und dann wird daraus eine Grafik gebaut, automatisch. Das ist sehr praktisch, um schöne Folien zu gestalten. Und das ist jetzt inzwischen so, dass wir ohne Beschreibung der Smart Art auch schon die wichtigsten Informationen herauslesen können. Ich lasse das auch mal vorlaufen jetzt mit dem Screenreader. Foliebereich, Folie. Vier Aktionsbereiche der digitalen Barrierefreiheit an Hochschulen. Smart Art Diagramm, Informationsmanagement, Bestandsaufnahme, Strategie für digitale Barrierefreiheit, Erklärung, BF, zentrale Beratungsstelle, zentrale Meldestelle, öffentliche Medien, Website. So, ich stoppe mal hier. Sie haben gemerkt, der Screenreader liest vor. Es handelt sich um eine Smart Art Grafik. Er liest auch vor, Sprachausgabe wird beendet. Was man als Alternativtext hinterlegt hat, nämlich hier auf der rechten Seite sehen Sie das, vier Aktionsbereiche der digitalen Barrierefreiheit an Hochschulen. Und dann wird einfach diese Liste von oben nach unten durchgelesen, und zwar egal, wie die Verschachtelung ist. Das heißt Informationsmanagement, Bestandsaufnahme, Strategie für digitale Barrierefreiheit und so weiter.
Das ist nicht optimal, ist aber schon mal eine gute Basis und ich hoffe, dass Microsoft das in Zukunft noch weiter verbessert, dass dann eben wirklich auch die Liste vorgelesen wird und nicht nur die Text, die Bestandteile der Liste einfach unstrukturiert wiedergegeben werden. Das heißt, für Smart Arts ist die Empfehlung, dass Sie einen kleinen Hinweis machen, was für eine Art von Smart Art es sich hier handelt, also was ist dargestellt. Und dann können Sie das auch PowerPoint überlassen, für die Barrierefreiheit zu sorgen. Allerdings, wenn es wirklich komplizierte Smart Arts sind und Sie den Eindruck haben, man sollte hier ein bisschen mehr erklären, dann machen Sie das so, wie ich das vorher gezeigt habe. Dann machen Sie eine lange Erklärung als nächste Folie drauf. Auch hier der Tipp, überlegen Sie, wie Sie diese Information einer Person am Telefon weitergeben würden. Das ist genau der Inhalt, der in so einen Alternativtext dann rein sollte. Oder auf die nächste Folie. Ja, und ich habe Ihnen auch versprochen, dass ich noch eins mache, nämlich Tabellen zeige. Kurz vorher noch ein Wort zu Videos. Videos sind mehr oder weniger barrierefrei zugänglich in PowerPoint. Sie müssen aber auf jeden Fall dran denken, Untertitel zuzuordnen. Das macht man über Videoformat, Entschuldigung, Barrierefreiheit und dann Beschriftungen einfügen. Beschriftung ist aber eigentlich das falsche Wort, das muss heißen Untertitel einfügen, dann müssen Sie eine Untertiteldatei auswählen, im Fall mit einem VTT als Erweiterung. Und dann haben Sie da Untertitel und dann ist es mehr oder weniger barrierefrei. Der Player in PowerPoint ist allerdings nicht so barrierefrei wie zum Beispiel der in YouTube. Also wenn Sie es richtig gut machen wollen, dann betten Sie ein YouTube-Video ein oder ein anderer Player, der genauso gut barrierefrei ist. Und dann kann man nämlich auch online auf die Videoplattform wechseln, wo die Barrierefreiheit im Moment am besten bestellt ist. Und jetzt Tabellen. Also ich mache mal eine neue Folie, nennt die Folie die Überschrift Tabellen und kann jetzt hier sagen, ich möchte eine Tabelle einfügen. Einfügen, Tabelle, sagen wir 4 Spalten, 2 Zeilen und mache hier meine Überschriften rein. Also Spalte 3, Spalte 3. Und eigentlich soll das Überschrift sein. Also wir sollten eigentlich sagen Spaltenüberschrift. Ja. Hier und so weiter. Bei 3. Und dann habe ich hier meine Zeilenüberschrift. Das heißt, das, was als Header Cell bezeichnet wird. Und dann habe ich hier irgendwelche Werte drin. Und so weiter. Und jetzt muss ich, soweit ist es gut, das kann ich auch im Screenreader lesen. Ich muss nur halt sicherstellen, dass ich angebe, ob diese Tabelle Spaltenüberschriften hat und Zeilenüberschriften. Also, wenn die erste Zeile aus Spaltenüberschriften besteht, dann muss ich das markieren. Da habe ich dazu diesen Reiter Tabellenentwurf und dann dieses Häkchen bei Überschrift. Das heißt, das ist schon gesetzt. Und wenn ich jetzt sage, die erste Spalte ist auch hier eine Überschrift, dann nenne ich das auch noch erste Spalte und dann sieht man auch, dass sich entsprechend die Farbgebung ändert. Passen Sie aber auf mit den vorgeschlagenen Designs von Tabellen. Es gibt sehr viele Designs, die entsprechen nicht den Kontrastanforderungen der Barrierefreiheit. Im Notfall messen Sie nach mit einem Contrast Analyzer. Generell alles, was gelb oder so hat, ist schon sehr schwierig. Das hier ist nicht barrierefrei, das kann ich Ihnen gleich sagen. Der Kontrast zwischen der weißen Schrift und dem gelben Hintergrund ist nicht ausreichend. Sie müssen dann schon schauen, was man verwenden kann. Was sich immer gut eignet, ist so schwarz auf weiß. Oder auch sowas wäre auch gut mit blau auf weiß oder weiß auf blau.
Generell muss ein Kontrast von mindestens 4,5 zu 1 bestehen bei großen Dingen. Hier zum Beispiel bei einer Überschrift oder so wird es auch reichen, wenn der Kontrast nur 3 zu 1 ist. So, es war jetzt ein Schnelldurchlauf durch diese erweiterte Checkliste und durch die Dinge, die Sie beachten müssen. Es war nicht vollständig. Bitte betrachten Sie diese erweiterte Checkliste im Detail und gehen Sie sie durch, wenn Sie einen Foliensatz haben, damit er auch wirklich barrierefrei ist nach den gesetzlichen Bestimmungen. Jetzt würde ich gern auf Ihre Fragen zu sprechen kommen. Jecha, du kriegst die richtigen Fragen raus. Danke. Genau, genau. So, vielen Dank, Gottfried. Das war wirklich sehr schön erklärt. Ja, also wir haben nicht so viele Fragen wie beim letzten Mal. Also wir haben schon einige Fragen. Einige wurden schon zum Teil beantwortet. Ich fange von unten an. Also da war die Frage, wenn man die Folie mit der Beschreibung ausblendet, wird sie zum Beispiel in PDF auch nicht angezeigt, oder? Also da wurde gesagt natürlich, dass das beim PDF-Export eine Option gibt, die man einstellen kann und so weiter. Ich weiß nicht, ob du was hinzufügen möchtest. Also Folien ausblenden heißt immer nur, dass sie bei der Präsentation ausgeblendet wird. Das heißt, ja, bei einer Präsentationsansicht komme ich nicht direkt drauf. Ich kann aber über so ein Untermenü trotzdem sie direkt anwählen, die Folie. In der Bearbeitungsansicht komme ich immer drauf. Also da ist es kein Problem. Das heißt, man muss sich überlegen, was ist der Zweck dieser Folien oder der Hauptzweck. Möchte ich vor allem, dass die Leute sich das im Bearbeitungsmodus anschauen oder möchte ich das präsentieren im Präsentationsmodus? Ja. Und entsprechend empfiehlt sich so eine zusätzliche Folie, die den Alternativtext enthält, zu verstecken für die Präsentation zum Beispiel, weil da werde ich es ja mündlich erklären, was da sich auf dem Diagramm befindet, oder drin zu lassen, also auch nicht versteckt, wenn ich sie einfach weitergebe, sodass sich die Leute das selber durchlesen können. Okay, dann war eine Frage, wie man die Alternativtexte in älteren Versionen von PowerPoint eingeben kann. Also das ist schon sehr lange drin in PowerPoint. Ich kann eigentlich immer rechtsklicken auf ein Diagramm oder auf eine Abbildung. Jetzt habe ich's vergessen. Und dann die Option Alternativtext anzeigen auswählen. Das geht eigentlich schon seit, ich würde mal behaupten, 10 Jahren in PowerPoint. Das ist so die älteste Funktion der Barrierefreiheit, die es gibt. Allerdings, sowas, dass ich das dann Gruppen zuweisen kann, das ist neuer. Das könnte sein, dass das bei älteren Versionen noch nicht geht, ist aber sehr wichtig, vor allem auch, wenn ich nach PDF exportieren möchte. Dann muss ich ganze Gruppen von Grafiken zusammenfassen können und auch Alternativtext dafür hinterlegen können. Okay, eine weitere Frage war, wie kann man Organigramme barrierefrei gestalten? Kurz noch ein Nachtrag zum vorigen. Ich empfehle immer, die neueste PowerPoint-Version zu verwenden. Übrigens, das war auch eine Frage, welche Version benutzt? Ja, weil die werden immer besser von der Unterstützung der Barrierefreiheit her. Ich weiß, es gibt da manchmal Bedenken wegen Datenschutz. Versuchen Sie einfach auch darzustellen, dass nicht nur Datenschutz wichtig ist, sondern auch Barrierefreiheit und dass man manchmal einen Kompromiss finden muss. Ich weiß, es ist schwierig. So, jetzt, welche Version benutzt du? Hast du heute benutzt? Die neueste. Also das ist die unter, die nennt sich eben Office 365 und die wird laufend aktualisiert. Okay. Ja, und da gibt es zum Beispiel auch automatische Untertitel. Die sind nicht so gut wie die von Hans, die wir heute bekommen, aber es ist zumindest besser als nichts. Jetzt zur Frage der Organigramme. Also ein Organigramm ist ja eigentlich auch, zumindest wenn es hierarchisch aufgebaut ist als Baum, nichts anderes als eine hierarchische Liste.
Und ich kann die einfach als Liste wiedergeben. Also wenn ich, jetzt müsste ich mal schauen, ob ich das auf die Schnelle hinkriege. Es müsste ja auch möglich sein, Smart Art als Organigramm zu machen. Also Chef und dann drunter, was weiß ich, Sekretärin und dann Entwickler drin, ich weiß nicht, Designer, irgend sowas. Wenn ich das als kleines Organigramm wähle, dann kann ich ja sagen, okay, mach mal das zum Organigramm, in Smart Art konvertieren und dann muss ich natürlich das Richtige heraussuchen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es das gibt, aber sowas zum Beispiel, ja. Vielleicht gibt es auch noch andere Darstellungen. Und jetzt, das wird auch richtig vorgelesen. Allerdings geht hier jetzt tatsächlich Information verloren, weil ja die Hierarchie nicht mitgelesen wird. Das heißt, man sollte jetzt hier diese Liste rauskopieren, eine zweite Folie machen oder vielleicht noch auf der Folie hinzufügen. Das wäre ja auch möglich, könnte man auch machen. Aber wenn man das nicht möchte, auf eine zweite Folie und dann einfach Text, vielleicht schreiben wir da Organigramm. Ups, Organigramm. Textbeschreibung. Und dann kann ich das, jetzt werde ich da weiter wechseln, so. Hier rein kopieren und das ist dann im Prinzip das Organigramm, einfach eine verschachtelte Liste. Muss natürlich darauf hinweisen, noch von der vorigen Folie, so wie ich das vorher gezeigt habe. Okay, danke, Gottfried. Ich denke, das war eine gute Erklärung. Ja, also generell ist einfach zu empfehlen, dass man nicht mehr Worte macht als nötig und oftmals reicht so eine Liste, wenn man die richtig darstellt, was dann auch eben das Diagramm ausdrücken soll. Ja, eine weitere sehr interessante Frage war, wie sieht es mit der Unterstützung bei Rot-Grün Sehschwäche aus? Also mit der Kontrastprüfung hat man da eigentlich schon die Zeichen auf richtig gestellt, weil also wenn jemand eine Rot-Grün-Sehschwäche hat, kann man trotzdem Helligkeitsunterschiede wahrnehmen. Also wenn jetzt mein Rot sehr dunkel ist und das Grün sehr hell, sodass mindestens 3 zu 1 als Helligkeitskontrast gibt, dann ist es okay. Und diese Prüfung von PowerPoint entdeckt tatsächlich solche Fälle, wenn die Farben vom Kontrast her nicht ausreichend sind. Ich werde im nächsten Webinar nächste Woche, wenn es um Excel geht, noch mal mehr darauf eingehen, auf Diagramme, die aus Excel heraus generiert werden. Da ist es ein besonderer Punkt. Ansonsten Rot-Grün, wenn man es zum Beispiel als Farbkodierung verwendet oder andere, dass ich dann sage, okay, die bezahlt haben, die sind rot und die anderen, die sind grün und die anderen sind rot. Das ist natürlich ein Fehler, den darf ich nicht machen. Also so, der hat bezahlt und der hat nicht bezahlt in meiner Liste. Dann muss ich das aber auch anders kennzeichnen, bezahlt und nicht bezahlt oder irgend sowas. Also Das darf ich nicht nur nicht auf nur über Farbe Farbe verlassen. kodieren. Ja, Ja. genau. Es gibt ein neues Feature, das nennt sich Überprüfen ohne Farbe. Das hilft aber nur visuell deutlich zu machen, wie es dann rauskommen würde, also in Schwarz-Weiß. Es ist keine Prüfung, wo ich jetzt auf einen Fehler hingewiesen werde selber. Solche Dinge gibt es ja schon länger in Photoshop und in anderen Programmen. Es kann nützlich sein, aber man muss sich schon bewusst sein, was man hier tut. Und das ist zum Beispiel dann auch ein Hinweis auf unsere erweiterten Checkliste. Benutzung von Farbe, wenn Farben zur Ermittlung von Informationen eingesetzt werden und so weiter, dann vermitteln auch Beschriftungen, Symbole oder Muster die gleichen Informationen. Gilt übrigens auch für Links, das habe ich ja letztes Mal bei Word gezeigt. Ein Link darf nicht nur dadurch als Link ersichtlich sein, dass sich die Farbe verändert, sondern man sollte auch noch eine Unterstreichung oder sowas haben. Okay, danke auch dafür. Ich nehme die letzte Frage jetzt, nämlich jemand hat gefragt, ob es ein Programm aus PowerPoint gibt, mit dem man PDF-UA-konforme PDF-Dateien erstellen kann.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein großes Problem. Es gibt ja das Access for, aber nur für Word. Bei PowerPoint gibt es auch ein Add-in, das nennt sich Common Look. Vielleicht, Celine, kannst du mal den Common Look Office, vielleicht kannst du den Link posten. Ich muss aber sagen, da ist gerade ein Bug drin, ein Fehler, vielleicht sogar zwei, da sind wir auf der Spur. Und es ist sehr schade, weil im Moment geht es einfach nicht, ein sauberes PDF-UA zu erzeugen, das dann auch durch den PAC, den Pack, sauber durchläuft. LibreOffice ist dran, wird immer besser, aber schafft es auch noch nicht, PDF-UA korrekt zu erzeugen. Ist leider ein Problem zurzeit. Ich würde empfehlen, dass Sie, wenn es geht, einfach die PowerPoint-Folien direkt zum Herunterladen anbieten und nicht in den PDF konvertieren. Das hat eigentlich nur Vorteile. Der einzige Nachteil ist, dass man eventuell dann Veränderungen dran vornehmen kann und es weiterschicken kann. Aber das ist ja auch durch rechtliche Vorschriften abgedeckt, so ein Missbrauch. Ja, also ich denke, das waren die meisten Fragen, die heute gestellt worden sind. Vielen Dank, Gottfried, nochmal für die Antworten. Ich möchte hier an der Stelle nochmal, ich teste einen Link, dass Sie Ihre Meinung zu diesem Webinar auch uns mitteilen. Genau die Folie auch dazu. Man kann den QR-Code dazu nehmen. Und ich möchte Sie dann erinnern, dass nächste Woche die vierte Ausgabe dieser interessanten Webinarreihe sein wird. Zur gleichen Zeit, Donnerstag um 14 Uhr, werden wir hauptsächlich wieder Professor Zimmermann über die Excel, Barrierefreiheit und Excel-Tabellen uns sein Wissen mitteilen, und Sie sind alle eingeladen, nochmal zu uns zu kommen und mit uns das Seminar dann zuzuhören oder Fragen zu stellen. Wenn Sie Fragen haben zu diesem oder zum vorherigen, können Sie auch uns eine E-Mail schicken. Also das ist jetzt zu diesem. Also ich denke, da haben wir im Moment, wir können jetzt die Aufnahme stoppen, denke ich.